Wir schauen zu Frank Bräutigam in Karlsruhe. Holen wir uns noch einmal kurz die Situation vor Augen. Wir haben gerade gesehen, Bundespräsident Gauck hat vor Schülern gesprochen. Warum ist diese Situation dann letztlich so komplex? Ja, es war im Sommer 2013, im August. Da gab es ja große Proteste in Berlin-Hellersdorf gegen Bewohnheime für Wohnheime, also gegen Wohnheime von Asylbewerbern. Da waren große Proteste und die NPD hat diese Proteste unterstützt. Und in diesem Zusammenhang war Bundespräsident Gauck in einer Berliner Schule und hat dort mit Schülern diskutiert. Es gab erst eine Podiumsdiskussion und anschließend wurden ihm Fragen gestellt. Und auf eine dieser Fragen, da hat er dieses Zitat von den Spinnern gebracht, das wir eben im Beitrag gehört haben. Das war eine relativ spontane Äußerung im Rahmen dieser Diskussion. Aber es waren natürlich schon sehr offene und auch sehr deutliche Worte, die die NPD dann über Medienberichte mitbekommen hat und dann angegriffen hat. Und das ist jetzt die Frage, dieser Angriff. Worin genau besteht der? Man könnte das ja abtun, er hat sich einfach im Ton vergriffen, aber das ist ja so nicht passiert. Ja, es geht um die Rolle des Bundespräsidenten. Wir wissen, er ist unser Staatsoberhaupt und er handelt außerhalb der Regierungsverantwortung, außerhalb der Parteien. Er hat eine gewisse Neutralitätspflicht und genau darum geht es. Diese Neutralitätspflicht, so die NPD, habe Herr Gauck mit diesen Äußerungen Spinner überschritten. Und da wir uns im Wahlkampf befanden, es war Ende August und die Bundestagswahl stand unmittelbar bevor, das stört die NPD besonders. Damit habe der Bundespräsident das Recht auf Chancengleichheit der Parteien missachtet. Gerade so nah vor der Wahl dürfe er nicht in den Wahlkampf eingreifen mit so einer Äußerung. Das sind genau die Argumente, die auch heute Morgen hier in der mündlichen Verhandlung die Vertreter der NPD in Karlsruhe vorgetragen haben. Also der Bundespräsident hat die NPD als Spinner bezeichnet, als Spinner. Aber wie verteidigt er diese Position? Auch mit seiner Aufgabe als Bundespräsident, die ihm aus seiner Sicht das Grundgesetz auch zuweist. Und da geht es darum, dass der Bundespräsident auch eine Art Hüter der Verfassung ist und nicht politische Möglichkeiten hat, aber eben die Macht des Wortes. Also er handelt durch Reden und er verteidigt sich so, dass in gewissen Situationen er von seiner Neutralität auch Abstand nehmen muss. Denn wenn aus seiner Sicht die Werte des Grundgesetzes auf dem Spiel stehen, und so eine Situation hat Herr Gauck damals gesehen, denn es wurde ja bei diesen Demonstrationen gefordert, zum Beispiel auch von Anhängern der NPD, inzident gefordert, das Grundrecht auf Asyl müsse abgeschafft werden. So etwas wird angetastet, das sind die Werte des Grundgesetzes und da fühlte er sich als Hüter des Grundgesetzes quasi angestachelt und herausgefordert, dann auch etwas deutlichere Worte zu finden. Und genau das war das Interessante heute früh in der Verhandlung, haben die Verfassungsgerichte auch immer wieder aufgegriffen und gefragt, ja, kann es da nicht wirklich Situationen geben, wenn von gesellschaftlichen Gruppen, von Parteien wirklich Werte des Grundgesetzes offen angetastet werden, kann das dann nicht wirklich auch Anlass in einem Einzelfall sein, härtere Worte zu finden? Also so ein wenig hatte ich den Eindruck, dass die Verfassungsrichter zwar gewisse Grenzen ziehen wollen, ihn aber in diesem konkreten Fall rechtlich doch auch den Rücken stärken möchten. Das werden wir dann genau sehen, wenn das Urteil kommt, in circa 3 bis 4 Monaten, denke ich. Also jetzt haben wir auf der einen Seite die Situation, dass die NPD als Spinner bezeichnet werden. Auf der anderen Seite die NPD und das Bundesverfassungsgericht, das ist ja auch etwas, was wir noch weiter verfolgen im Rahmen des NPD-Parteiverbotes. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, genau, diese Baustellen muss man voneinander trennen. Das NPD-Parteiverbotsverfahren ist eingeleitet. Der Antrag ging ja im Dezember hier ein, die Antragsschrift von mehreren hundert Seiten. Und das ist jetzt im normalen Geschäftsgang, sage ich mal. Die Richter vom Zweiten Senat, die prüfen den Schriftsatz, die werden dann in der nächsten Zeit irgendwann in die Beratung eintreten, dann vielleicht einen Termin für eine mündliche Verhandlung anberaumen. Also da steht noch nicht unmittelbar eine Entscheidung bevor. Das wird noch einige Monate, wenn nicht das ganze Jahr, mindestens in Anspruch nehmen. Das dauert noch, aber das Thema NPD wird uns hier in Karlsruhe noch länger beschäftigen, denke ich. Vielen Dank für Ihre Informationen, Frank Bräutigam aus Karlsruhe. Danke auch.